bin die Martina Peter, ich bin die kaufmännische Leiterin und bin dadurch auch zuständig für Spenden und ich kümmere mich ums Geld hier. Wir hatten die Idee, wir müssen was für die Ukraine tun. Die Idee kam im Frühjahr auf, als es anfing mit dem Krieg. Wir haben gedacht, ja, wir machen den Sponsorenlauf und spenden für die sehr viel Geld. Also bis jetzt sind sogar schon über 100.000 Euro zusammengekommen. Wir spenden für die Ukraine, weil da werden ja auch ganz viele Häuser und so zerstört und Schulen, dass sie sich Schulbücher und so kaufen. Da war eine christliche Schule. Als es anfing mit dem Krieg, haben wir nach einem Verwendungszweck in der Ukraine gesucht und haben dann mit christlichen Organisationen Kontakt aufgenommen. Und dann haben wir echt gebetet. Und am nächsten Tag hat eine christliche Schule, die einzige christliche Schule in Charkiw, mit Coworkers Kontakt aufgenommen und haben gesagt, Leute, wir brauchen jemanden, der uns hilft, wir müssen es anschließen. Hallo, ich bin Lea, ich bin aus der Jahrgangsstufe 1 und ich fand den Spendenlauf richtig cool, weil wir als Schüler dann auch was irgendwie beitragen konnten und der Ukraine somit helfen konnten. Jetzt können wir in dieser Situation nicht einfach 100.000 Euro in die Ukraine schicken, sondern wir geben das Geld an Coworkers. Monatlich schicken die das nach Charkiw, weil in der Kriegssituation ist es sicherer. Aber die Leute in Charkiw wissen, dass wir ihnen helfen und wir können weiterhin ihren Unterricht machen für ihre Schüler. Und wie viele Runden bist du denn da gelaufen? Also ich habe gezählt, dass ich 8 Runden gelaufen bin. 9 oder 10 Runden? Eigentlich 11, aber die haben nur 8 Runden gezeigt. Mist. Ich bin 14 Runden gelaufen. Meine Freundin ist 17 gelaufen, hat dann den zweiten Platz gekriegt. Wir haben den Klassenpreis, wir hatten am meisten Sponsoren auf der Schule. Und jetzt auch bald nächste Woche nach Trill. Also mir hat richtig gut gefallen, dass man auch zwischendurch trinken kann, weil ich war auch ganz arg durstig, weil ich so viel gerannt bin. Wir haben ja auch ukrainische Schüler bei uns in den Vorbereitungsklassen. Hallo zusammen, jetzt wir sind in Deutschland, aber wir aus der Ukraine. Всем привет! Сейчас мы находимся в Германии, но мы с Украины. У Німеччині у цій школі ми зібралися разом через війну. Ми представники різних міст нашої держави. Олександрія. Миколаїв. Дніпро. Ich würde gern wissen, wie es den ukrainischen Kindern damit ging, dass sie mitgelaufen sind, um eine ukrainische Schule zu unterstützen. Da bin ich mal gespannt. Мені дуже сподобалося приймати участь у цьому марафоні, тому що я дуже хотіла допомогти і підтримати християнську школу у Харкові. Мені також сподобався цей марафон, це було дуже корисно та цікаво. Ми раді, що можемо допомогти цій школі. Ми бажаємо вам мирного неба, випускникам здати екзамени добре і спокійно. Вчіть іноземну мову, вона вам дуже знадобиться. Вчителям ми бажаємо мудрості та терпіння, ви дуже багато робите для учнів цей нелегкий час. Україна в нашому серці. Gott hat uns beide zusammengeführt, uns, die Freie Evangelische Schule Stuttgart und diese christliche Schule in Charkiw. Wenn ihr das in Charkiw seht, ihr lieben, vom Herzen verbundenen Lehrer in Charkiw, wir hoffen, dass die übrigen Laufshirts angekommen sind, die wir an euch geschickt haben. Und wir hoffen, dass vielleicht wirklich eine Verbundenheit entsteht, vielleicht sogar eine Schulpartnerschaft. Gott segne euch.